Hier. Nee. Wie zur Hölle komme ich zu dem Ausgang? Hier ist noch ein Runtergang. Also hier. Führt aber auch nicht dahin. Wir brauchen einen Untergang. Warte mal. Nee, es gibt keinen Runtergang hier in der Ecke, der zum Ausgang führt. Ich hoffe, das ist nicht ein Bug im Terrain-Generator. Oh, da gibt es ganz oben links einen weiter, was auch immer. Was machst du? Hypnotisieren. Hypnotisierte Kreaturen werden für dich kämpfen. Und starke Kreaturen können das abschütteln. Oh, Hypnotic-Statue. Das steht dabei. Okay, darauf sollte ich achten. Also bevor ich jetzt wechsle. Aber gut, wir müssen wieder runter, um wieder hochzugehen, um wieder runterzukommen. Und ja, das macht Sinn, keine Sorge. So, wir wollen hoch. Da. Was bist du? Du bist nur Podest. Wir wollen hier hoch. Das ist nicht hoch genug. Wir wollen hier hoch. Um da hoch zu können. Um hier rum zu können. Um hier runter zu können. Und da müssen wir richtig sein. Also entweder hier oder hier. Ich gehe mal lieber hier. Oh, und hier ist dieser komische Raum. Lebenspunkt verloren. Noch? Was zur Hölle? Wir haben nur noch einen Lebenspunkt. Essen. Oh, shoppen. Oh, okay. Ich wollte gerade seinen Laden leer räumen. Du kannst versuchen, es zu stehlen, dann wird der Shopkeeper sauer. Ja. Fleisch. Kaufen. Fleisch. Kaufen. Jump Boots. Kaufen. Kannst höher springen. Aber hallo, kann ich höher springen? Revolver haben wir. Locksmithing Kit. Oh, damit können wir alle Schlösser knacken und selber Schlösser abschließen. 75 Artefakte. Wie teuer ist ein Schlüssel? 5. Ja. Ich brauche mehr Geld. Okay, aber wir wissen schon mal, dass dieses eine Symbol auf jeden Fall bedeutet, dass man da einkaufen kann. Also diese kleine Plakette mit dem Kritzelkrassel drauf. Da geht's runter. Ich hätte eigentlich noch gern Zugang zur Bank, aber da müsste ich jetzt wieder recht weit hochlaufen. Ich will erstmal gucken, ob da unten jetzt dieser Blob auf uns wartet. Bisher nicht. Ich schleiche mal ein bisschen. Ich höre Türen klappern. Ich höre was schreien. Im Westen von uns ist ein Geschäft. Hier hätten wir schon mal schön viel Platz zum Weglaufen, falls dieser Blob wieder auftaucht. Da ist ein Auge. Ich würde gerne ein, zwei Gegner töten, einfach damit ich mich sicherer fühle. Da ist ein fliegendes Auge. Das bringen wir jetzt um. Und wir looten es nicht. Weil das hier wird unsere Arena sein, um den Blob zu töten. So. Tod. Nummer 1. Oh. Er hat uns gesehen, aber nicht angegriffen. Oh, warte mal, wenn ich mich einfach hochstelle. Das ist jetzt ein bisschen riskant, was ich mache, aber.
Das ist mir Wayne. Ich will hier hoch. Und ich will dich töten. Und du kriegst gar keinen Schaden, ne? Mist. Also er scheint gegen Pistolen immun zu sein. Ja, so viel dazu. Bang, 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 bang. Hat jetzt gar keine Leute auf mich aufmerksam gemacht oder so. Ja, schreit ruhig im Hintergrund, ist okay. Medical Kit. Dadurch kann ich mich wiederbeleben. 45 Dingens. Tinning Kit. Lässt mich die Leichen von besonderen Gegnern essen. Ah, das ist komisch. Destruction Amulett 30. Es liegt oben, das weiß ich. 15. Ja komm, dich kaufen wir jetzt. Dann gehen wir nach oben. Obwohl, noch kommen wir hier klar. Oh, Schlüssel. Ich hätte ganz gern Zugang zur Bank, aber die können wir auch hier suchen. Was haben wir hier? Hier hinter ist eine Bank. Ich will zu der Bank. Ich will mein ganzes Geld abheben und teure Sachen kaufen. Abgeschlossen. Ja. Okay. Ich bin mal nicht irritiert davon, dass die Türen schon offen sind. Ich höre einen Fisch. Da ist die Bank. So, aber wir nehmen nicht unser Geld, sondern wir nehmen deren Geld. Also ein so ein großer Batzen sind schon mal 5. Und ein Schlüssel kostet 5. Also es lohnt sich auf jeden Fall anscheinend immer hier reinzugehen. Und wir hätten auch einfach hier hochspringen können, fällt mir gerade. Oder? Wir hätten auf die Truhe. Haha. Also, nächstes Mal, wenn wir die Sprungstiefel haben, einfach auf die Truhe drauf. Dann können wir hier ausräubern gehen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber das offene Weltding ist echt genial. Ja, dass man selber auf solche Ideen kommen kann, wie man bestimmte Sachen am effektivsten ausräubern und plündern kann. Wir wollen doch alle ausräubern und plündern. Und 5 von 5. Ja, ich denke, es war eine sehr gute Entscheidung. Hier schon mal Fleisch. Eine sehr gute Entscheidung, dass wir den Kompass behalten haben. Also ich hätte zwar jetzt gern das Destruction-Amulett-Ding hier in der Nähe, um mal den Blob mit dem Messer anzugreifen. Denn vielleicht kann man ihn nur mit Nahkampfwaffen beschädigen. Aber das muss halt warten. Schlüssel. Was machst du? Shrouded. Cloak. Wenn du gecloakt bist, können Gegner dich nicht sehen. Gegner können dich aber immer noch hören. Kostet 10 Artefakte pro Anwendung. Okay, das heißt, wenn so ein Blob panisch auf mich zuläuft, oder er läuft auf uns zu und wir werden panisch, kann ich einfach den Cloak drücken und er sieht uns nicht mehr. Okay, es war knapp. Also man kann ungefähr abpassen, wann die schießen anscheinend. Und er hätte in einer halben Sekunde oder so geschossen. Hier liegen sehr viele tote Gegner rum. Und das sieht kein wenig bedrohlich aus da oben. Oh. Seele von Dagon. Du greifst nach dem blauen Orb. Es schwingt, als du es berührst. Und vibriert, als wenn es sich abschütteln würde. Als du es genauer betrachtest und, naja, als du deine Finger drumherum zusammenschließt, hast du eine Einsicht. Dass innerhalb dieser Sphäre die Seele von dem uralten Wesen Dagon ist und anfängt zu erwachen.
Du hast eine Vision wie eine lange vergessene Erinnerung von tödlicher Furcht, uneingeschränkter Zerstörung und dann ein Ritual und Ruhe. Aber das wird die Bindung sein von den Alten. Die Vision verschwindet, aber du hast ein schlechtes Gefühl der Leere innerhalb von dir. Die Seele von Dagon rührt sich in der Dunkelheit oder in der Ruhe. Du kannst nun das nächste Buch in der Bücherei öffnen. Was? War unerwartet? Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass wir noch ein paar Ebenen gehen müssen. Aber ich will noch gar nicht raus. Ich will gucken, was hier noch so ist. Genau, wir wollen die Schatzkammer plündern. Alles okay, kleiner Mann? Ja, weißt du was? Danke. Komischer Kauz. Locksmith Kit. Man kann mit diesem Kit Türen öffnen, ohne Schlüssel zu verbrauchen. Türen, die auf diese Art geöffnet werden, verbleiben geschlossen für andere Reisende. Okay. Und man kann ein Schloss anbringen an jede Tür für 5 Artefakte. F closed. Ne, das wollen wir nicht. Gut, haben wir das Geld gespart und müssen uns das nicht kaufen. Ich bin echt gespannt, wenn wir gleich das Buch verlassen, ob wir unsere Sachen noch haben. Wenn nicht, wäre das ein wenig schade. Aber gut, wir sind jetzt ein wenig wagemutiger. Oder auch nicht. Weil da ist der Blob des Todes. Wir sind jetzt wagemutiger, indem wir einfach alle Gegner hier auflooten. Weil wir die Ressourcen haben wollen, für den Fall, dass wir das Zeug doch behalten können. So, was haben wir hier? Vergammeltes Fleisch. Noch mehr tote Gegner. Tote Gegner. Vergammeltes Fleisch. Oh, das hätte fast ins Auge gehen können. Aber gut. Wir springen jetzt raus. Gucken, was passiert. Oh, und ich habe das komische Zeug berührt und bin nicht gestorben. Also anscheinend können wir auch das andere komische Zeug berühren und hätten wir uns einiges an Weg sparen können. Aber gut. Raus. Und wir haben unser Zeug noch. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt das nächste Buch öffnen. Können hier das blaue Ding drauflegen. Können wir noch irgendwas machen? Grün oder rot? Also wahrscheinlich von links nach rechts sollte man das und das und das machen. Hm? Okay. Aber ich denke mal, ich mache jetzt einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich das Buch da betreten werde. Bisher bin ich absolut begeistert von dem Spiel. Also wenn es nur dieses Level ist und nur diese Gegner, könnte es recht schnell monoton werden. Aber ich hoffe einfach mal, wenn wir jetzt da reinspringen, dass die Welt anders aussehen wird und dass wir andere Gegner haben werden. Und wenn dem so sein sollte, mache ich eventuell echt ein Let's Play hier draus und nicht nur Let's Test. Aber das müssen wir dann gucken. Also, bis gleich.